So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von uns. Wir spielen heute Civilization 5. Und wir lachen, weil es gerade beim ersten Versuch, bei der ersten Aufnahme ein bisschen in die Hose gegangen ist. Aber wir versuchen es jetzt einfach nochmal von vorne. Ich lasse hier einfach alles so eingestellt, Tobi, oder? Ja, ja. Guck mal, steht da Barbaren an oder aus? Also bei Barbaren ein Haken oder keiner? Ach nee, warte mal. Was war das? Achso, ich will ein Spiel erstellen. So, was machen wir denn hier? Erstmal bei Spiel erstellen, oben rechts privates Spiel, ja. So. Den Rest kannst du erstmal oben so lassen. Ich guck gerade. Kartengröße klein? Ja, reicht für uns erstmal. Echt? Okay. Ja. Oder winzig. Reicht definitiv. So. So, dann steht da drunter Max Runden, bla bla bla. Ja? So, und dann ist da 2, 4, 6, 7 von oben keine Barbaren. Da machst du einen Haken rein. Keine Barbaren. Ja, weil zum Anfang ist das sonst sehr nervig. Gut. Der Rest passt eigentlich. Ich Hast möchte Leute Runden? Einladen. Genau. Und diesen. Diese junge Tobi, ja? So. Versuchen wir es einfach nochmal von vorne. Ich kann jetzt von Anfang an... Alle gleich die Schwierigkeitsstufe nehmen. Weil ich hatte, glaube ich, gerade König oder weiß nicht was genommen. Ich bin ein Prinz. Ja, bin ich auch ein Prinz. Mach dich zum Prinzen. Prinz Albert oder was? Ja. So. Dann gehe ich direkt mal in Team 2. Ich bin der Kater. So, gut. Ich habe 9 Sekunden, bin sofort wieder da. So, der fliegende Tobi. Genghis Khan. Seid gegrüßt, großer... Ach du Schande, das Wort kann ich gar nicht lesen. Jetzt hab ich keinen Elefanten mehr. Es ist egal, Elefanten ist nur... Hast du wohl eine andere Nation genommen? Nee, du spawnst immer irgendwo zufällig. Die Maps sind auch zufallsregeneriert. So, das erste wie ist da? Stadtgründen. Richtig. Und die Krieger losschicken. Und die Krieger losschicken. So, ich warte auf Spieler. Wer? Forschung wählen. Bergbau. Warte auf Spieler. Ich hab ganz viel Gold mit mir. Ist das gut? Ja, das kannst du nachher abbauen. So, jetzt seid ihr in der nächsten Runde. Juhu! So, warte mal. Nee, ich warte auf Spieler. Ja, auf Teletobi nämlich. Der blinkt. Aha. Sekunde. Wer blinkt denn bei dir unten? Das Fragezeichen. In der Mitte. Unten in der Mitte. Ja, der blinkt. Diese junge Teletobi. Ja. Bestanden. Steht bei euch auf Spieler. Oder könnt ihr mit auf? Bei mir steht Warte auf Spieler. Bei mir auch. Barbaren haben wir jetzt gewartet. So, Produktion wählen. Ja, dahin gehen.
Aber eigentlich macht er es, wenn du es automatisiert hast, geht er automatisch rein. Ich warte auf Spieler. Ich auch. Da oben ist ein blauer. Wer ist blau? Lila. Das ist das schwarz und blau? Was? Das schwarz und blau, hat er gefragt. Blau. Nee, blau bin ich nicht, ich bin gelb. Lila. Eine blaue gestrichelte Linie. Lila. Ich warte auf Spieler, nämlich den blinkenden Teletobi. Ja. Kann das sein, dass sie zu dieser Schiss aber für den Affen? Dann kann ich mit der Ruine darin was anfangen. Nein. Ganz schlecht. Juhu. Die Stadt Karakorokum ist gewachsen. Was sagt er? Alte Ruinen entdeckt. Ich auch. Was ist das? Hallo? Hallo? Warum lebt das denn hier? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sich Tobi synchron. Tobi ist rausgeflogen. Dann lade ich den mal wieder dazu. Hier steht ein Elefant. Den Tobi eingeladen? Ich habe den Tobi eingeladen, ja. Ich bin der Horst. Tobi sagt auch gar nichts mehr. Hier ist Florenz. Ich glaube, es ist doch Tobis Internet. Hallo! Grüezi! Ich weiß nicht. Ich muss eine Forschung wählen. Ja, ich bin wieder raus. Ja, ich schick dir ja schon Einladungen hier. Warte mal, ich geh mal raus. Was hat er gesagt, soll ich machen? Bein mit oder sowas? Ah, jetzt weiß ich, was er mit Schwarz-Blau meinte, ja. Ja, Schwarz-Blau sind die Stadtstaaten. Ah. Sind Freunde. Was soll ich jetzt? Solange ihr die nicht angreift. Ich bin mit Florenz befreundet. Ich bin die Baum öffnen. Okay, soll ich nicht? Hast du gesagt? Doch, kannst du ja. Irgendwann muss es machen. Also ich mache das immer automatisch. Ich mache den, warte mal, ich nehme mal eben an hier, Salvo. Boah, ich hätte jetzt Bock auf so eine fette Pepperoni-Salami-Pizza. Richtig schön mit flüssigem Käse. Man muss auch dazu sagen, ich habe Männergrippe. Willkommen im Club. Teletobi ist diesem Spiel beigetreten. Ja, dann mache ich jetzt erstmal hier. Ah, da bin ich. Wer hörte mich? Ja. Wie lange? Politik einführen. Ja, die kann man sich mal einführen. Politik? Ja, Politik. Ich muss meine Push-to-Dog-Taste umlegen, die ist hier gar nicht gut in dem Spiel. würde ich als Erste, als Anfänger und so weiter Unabhängigkeit machen.
und auch den Baum komplett auffüllen. Das heißt, jedes Mal, wenn du Politik einführen kannst, füllst du den Baum komplett aus. Das heißt, du kriegst dann einmal Siedler dazu, du baust schneller und du kriegst, ganz wichtig, einmal Arbeiter dazu. Aha. Für Lulu. Und das ist auch das nächste, was ihr produzieren solltet. Lulu? Solltet ein Arbeiter. Lulu produzieren. Lulu. Beziehungsweise Bautrupp heißen die. Weil die machen Spieler. Die machen die Felder, ja, das bin ich, ich erzähle gerade. Die machen die Felder um euch rum, um eure Stadt. Die könnt ihr dann bebauen. Das heißt, wenn Berge sind, könnt ihr da Minen draufbauen. Geil. Wenn Felder sind. Was? Geil. Ja, richtig. Das könnt ihr dann später auch abbauen. So, dann, wie gesagt, als nächstes baut ihr den Bautrupp. Wenn ihr gleich könnt. Wenn, ja, ihr den habt, wenn ihr den habt, baut ihr dann nochmal Siedler. Da könnt ihr dann rumlaufen, sucht euch eine schöne Stelle, wenn es geht, am Wasser. Damit ihr da auch Schiffe später bauen könnt. Ich bin jetzt schon am Wasser. Perfekt. Dann auch. Ich bin nah am Wasser gebaut. Nee, als nächstes, gut, wenn ihr am Wasser schon eine Stadt habt, direkt am Wasser, ja, geht ins Inland. Und ihr guckt mal, dass mindestens 3 Ressourcen um euch herum sind. Egal was, ob es dann die Goldsteine sind oder ob es Pelze sind oder so. Immer was? Versuchen, 3 um euch herum zu haben, bevor ihr die Stadt macht. Gold, glaube ich, oder sowas. Ja, das ist perfekt. Und hier sind Schafe so gewöhnt. Ich glaube, das ist eine Art Farmland hier. So, sollte weitergehen. Ja. Jetzt darf ich die Politik einführen. Oben steht, ihr seid am Zug, aber hier unten steht, warten auf Spieler. Ja, weil du automatisiert hast. Das geht ein bisschen schneller alles. Wie gesagt, Unabhängigkeit auf jeden Fall. Gut. Einheit benötigt weil da klickst du dann. Ist eine Oase auch ein Ressourcenfeld? Nein. Nichts Wichtiges. Marmor? Marmor ist gut. Marmor, ich Gold, hier und Eisen. Wenn ich hier so rosane Steine. Aber Marmor ist eh in meinem Einflussbereich von der Stadt. Richtig, deswegen setzt du später deine nächste Stadt auch mindestens 8-9 Felder weiter weg. Das kannst du alles noch nicht abbauen. Da brauchst du musst erst erfinden. Marmor, Stein und Eisen bricht. Hallo, Florenz. So. Was baue ich jetzt? Ein Bautrupp? Ja, definitiv als nächstes einen Bautrupp bauen. Wieso bist du bei Florenz? Du auch? Wahrscheinlich heißt hier alles Florenz. Nein, die Stadtstaaten haben alle einen anderen Namen. Na, ich bin in der Nähe von Florenz halt. Ich werde dich finden. Wenn der nicht in der Nähe ist. Semme kennt. Und dann hochschießen, segeln, alleine, Schrift. Du bist bei Forschung, ne? Ja, steht da Forschung wählen. Ja, nee, bei Forschung nimm die Schrift als nächste. Und dann musst du einmal, irgendwann steht da Produktion wählen wieder. Immer wenn in deiner Stadt was fertig ist, egal ob eine Einheit fertig ist oder ein Gebäude, steht rechts über der Karte Produktion wählen. Dann klickst du da drauf und bist in deiner Stadt. Da musst du dann den Bautrupp wählen. Okay. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ja, die Dinge, wenn was fertig ist, sind manchmal ganz witzig. Oh, Kapstadt. So, ihr könnt beim Bauen, wenn ihr in der Stadt seid, unten steht dann irgendwann auch nach gewissen Erfindungen Weltwunder. Die geben dann gewisse Specials. Kann man auch nur einmal bauen, je nachdem wer schneller ist. Wenn jetzt alle gleichzeitig zum Beispiel die Pyramiden bauen, der sie als erste fertig hat, hat sie auch. Wo schicke ich denn meinen Bautrupp jetzt hin? Die schickst du vom Prinzip rund um deine Guard, also deine Stadt. Du klickst die an, machst Rechtsklick auf ein Feld daneben
Und dann ist Weideland ein Bauernhof? Ja. Oh, das war falsch. Und hier sind ganz viele Pferdchen. Du sagst, wenn du die dann anklickst, wenn die auf dem Feld steht, ist links, steht da, ist dann so ein Feld mit auf, da steht Bauoption oder Aktion. Ja, kannst du mal die Politik einführen. Schon ja. Ich habe Lila gefunden, Karthago. Aber ich habe schon unabhängig jetzt. Nee, jetzt kannst du die einzelnen Felder da anwählen. Jetzt nimmst du erstmal Staatsbürgerschaft. Ich weiß, wo Akasha gesiedelt hat. Dann kriegst du erst gleich nochmal ein Staatsbürgerschaft. Ja. Hab ich nicht. Bei Unabhängigkeit das erste Ach rechte so. Feld darunter. Ja, okay. So, und jetzt hast du gleich einen Bauch gekriegt. Jawohl! Wie gesagt, die schickst du dann rechts oder links oder auf irgendein Feld in deine Stadt drauf, was im Einzugsbereich ist. Ja. Wenn du sie dann nochmal, also entweder ist die Runde zu Ende und du kannst sie nur einmal bewegen, das weiß ich jetzt nicht. Oder wenn sie sich nochmal bewegen können oder beim nächsten Mal klickst du die an und dann steht dann links unten Bauaktion. Kann ich jetzt noch nicht. Gut, bei der nächsten Runde dann. Genau, und was steht dann da? Ihr habt das Bogenschießen entdeckt. Genau, das machst du. Klickst du an und dann machen die Bauern. Ah, das schön. Ist für Nahrung halt gut. So, dasselbe passiert, wenn du später weitergehst, zum Beispiel auf dein Goldfeld, wenn es im Einzugsbereich ist. Ja, steht ist da Bergbau, bla. Ich kann jetzt mal wieder eine Produktion wählen. Genau, jetzt überlegst du, guckst du, was du machen möchtest. Da müsste da jetzt Siedler stehen, Bautrupp, Siedler. Mega schwer. Bautrupp-Siedler, Karawane habe ich schon, Krieger, Speer, Bogenschütze, Monument. Und steht bei dir schon Wunder? Nee, ich hatte einen Bautrupp-Siedler, Krieger, Speer, Kornspeicher und Schrein. Gut, dann mach den Kornspeicher. Erstmal am Anfang alles, was so mit Nahrung zu tun hat. Sonst hast du sehr schnell, steht dann deine Stadt verhungert und du weißt gar nicht warum. Einheiten, tödliche Hilfe. Befehle. Tobi, du alter Russe. Ja, hast du mich gefunden? Deine Späher zumindest. Ach ne, warte, ich hab Karthago gefunden. Was? Achso, ich hab's gebaut. Wie cool ist das? Ja, ja, sag ich ja. Durch die Politik hast du jetzt nur einen dazu gekriegt. So, jetzt kann ich hier eine Mine errichten an dem Goldfeld. Richtig, das machst du dann auch. Ja, cool. Und das machst du komplett um dein ganzes, also in den ganzen Einzugsbereich der Stadt. Mhm. Somit, irgendwann musst du anfangen, neue Siedler zu bauen oder andere Städte zu erobern, damit du dich mehr ausbreiten kannst. Die Städte breiten sich so, das Einzugsfeld wird nach und nach größer. Je mehr Einwohner deine Stadt hat, umso größer wird das. Wie gesagt, das Spiel ist vom Prinzip sehr scheiße zu erklären. Forschung wählen. Wie cool ist das denn? Guck mal, wenn du vom Prinzip auch bei Forschung wählen bist, steht dann da oben links Technologiebaum öffnen. Ja. Warte, ich muss die Taste ändern, weil bei Push to Talk geht bei mir immer sofort in die Stadt. Moment. So, und den kannst du rumscrollen. Kannst du auch weiter nach rechts scrollen, dann siehst du, was du irgendwann alles mal erfinden kannst. Jetzt ja. mach das erstmal nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ganz, ganz hinten steht Zukunftstechnologien. Mhm. Ganz rechts. Ich will jetzt unbedingt Zukunft. So, dann klickt man das an, machen wir jetzt nicht, weil das wäre Blödsinn. Mhm. Und dann macht der automatisch diese Forschung Richtung Zukunftstechnologien. Wenn wir jetzt mal irgendwo weiter vorne steht, dann steht Reiterei oder Dynamit oder so. Mhm. Dann guckst okay. du eigentlich, was möchte ich haben? Wenn du ein Spiel hast, wo viel Wasser ist, würde ich zum Beispiel alles auf Schiffe erstmal am Anfang machen. Wenn ein Spiel ist, wo viel Frieden ist, dann guckst du halt auf Wirtschaft und so Mist, ne?
und guckst, was sie haben. Oder wenn du Flugzeuge haben willst, fliegst du auf Flugzeuge. Dann entwickelt, der lässt alles aus. Der geht direkt zu den Flugzeugen. Also alles, was du dafür brauchst, entwickelt er automatisch. Und das ist sehr praktisch, da brauchst du halt, ne, dich nicht so zu kümmern. So, aber jetzt machst du erstmal, was hast du denn alles schon? Also ich kann Bogen schießen lernen, ich kann Steinmetz, Bronzeverarbeitung, Fallenstellen, Kalender und Segeln. Sehr schön, so, dann gehst du jetzt erstmal Bogen schießen, weil dann kannst du danach das Rad entwickeln. Mit dem Rad kannst du Straßen bauen, damit kannst du nicht später, wenn du mehrere Städte hast, kannst du mit den Bauarbeitern Straßen zwischen den Städten bauen, geht schneller hin und her. Okay. Einheit benötigt Befehle, aber ich kann keine geben. Klick mal auf das Einheit benötigt Befehle drauf. Was ja. Zeigt er dir? Ja, dem musst du bewegen, nach rechts oder links. Das heißt, auf den irgendwo ein Feld daneben einmal anklicken. Ah, okay. Da muss er weiterlaufen. Der Bauernhof ist ja, jetzt kann er da nichts mehr bauen. Ich kann Stein. Dann hast du da schon was errichtet. Da musst du mit dem ein bisschen rumlaufen, gucken, wo du was errichten kannst. Im Notfall kannst du auch den automatisieren. Obwohl ich die nie so wirklich automatisieren würde, außer du hast 20 Stück davon. Ja, gut. Oh, hallo Simon. Hallo. Das nächste ist, ihr dürft zum Beispiel mit euren, auch wenn es Speer sind, vom Prinzip, ich weiß gar nicht, warum das jetzt nicht geht, aber vom Prinzip nicht zu nah an eine fremde Stadt. Bei den Stadtstaaten, die sind blau, oder manchmal sind die grün, schwarz, gelb, schwarz, ne? Ist das Lederstadt. Egal? Genau, solange ihr nicht mit dem im Krieg seid. Aber wenn ihr mit jemandem im Krieg seid, nicht zu nah an die Stadt, weil die Stadt greift euch an. Okay. Also, ne, oder ich greife euch dann an, oder ihr mich, wenn ich zu nah an euch, sobald man im Krieg ist. Wenn ihr erkundet, ist das egal. Wie viele Bauernhöfe soll ich denn jetzt hier bauen? So viel wie geht. Außer er zeigt dir aber irgendwas anderes an. Bau alles voll mit Bauernhöfen. So, jetzt testen wir mal was. Du bist langweilig, das gleiche habe ich Akasha vor 10 Minuten schon angeboten. Was denn? Da unten diese goldene Kugel. Ich habe keine goldene Kugel. Die ist jetzt verschwunden. Die gibt's nur in einer Runde, dann ist sie wieder weg. Außer bietest es erneut an. Dann hat sie es einfach ignoriert. Ja, sie kriegt das gar nicht mit, wenn da diese. So, muss ich hier mal irgendwie Kornspeicher, Schrein, Mauern oder so? Wunder. Also, wie gesagt, du kannst auch drauf gucken, also, warte mal kurz. Im Normalfall, genau, einfach die Maus drauf halten, dann steht da, was, ne, was es macht. Also Mauern zum Beispiel gegen mehr Defensive, wenn jemand dich angreift, und Kornspeicher, klar, mehr Essen, wichtig. Es kommt immer darauf an, bist du der ruhige Typ? Oder bist du der aggressive Typ? Das muss man dann selber sich wissen. Bist du aggressiv, mach die Mauern. Bist du ruhig? Ich bin nicht aggressiv. Fang erstmal mit Kornspeicher und alles, was nichts mit Krieg zu tun hat, an. Natürlich, wenn du zum Beispiel gegen andere spielst, kann natürlich sein, dass die sagen, ist mir scheißegal, ob du ruhig bist. Ich bin aber aggro, ne? Das musst du dann immer selber einschätzen. Das, was ich Akasha gerade sagen, willst du lieber die Atombombe bauen oder möchtest du lieber dich um die Wirtschaft kümmern?
Wo zu viel Geld haben oder die alle zum Feind machen? Ich möchte viel Geld haben. Aber ja, das macht es ja automatisch, wenn du viel Geld hast. Ihr habt die Steinmetzkunst. Richtig, genau, das ist es. Jein. Aber da kannst du viele schöne Dinge kaufen. Weil du weißt, wenn du viel Geld hast, hast du auch viele Freunde. Auch wenn es nicht deine Freunde sind. Ja. Ich kann eine Karawane bauen. Ja, und bau die ruhig. Bau die, wenn die da ist. Ja, kann aber auch Wunder bauen. Ja, aber guck mal, wie viele Runden das Wunder dauert. Warte, 17 geht noch. Welches Wunder ist das? Ein angenehmes Tempel oder große Bibliothek? Die Bibliothek dauert auch 17 Runden? Ja. Dann nehme ich die. Ich würde sagen, bau die. Mach ich ja. Problem ist, du kannst 17 Runden nichts anderes bauen. Außer du brichst es ab. Aber die lohnt sich. Das ist das, was ich sage, Mauszeiger drüber und du siehst, was du dafür kriegen kannst. Ich muss neue Bürger machen. Wie neue Bürger? Ja, das, bei mir steht irgendwie, dass ich... Dass du was? Dass ich nur noch 4 Bürger hätte oder so stand da. Nee, dann stand da eher, du hast jetzt 4 Bürger. Das heißt, außer du hast Hungersnot oder bist angegriffen, dass die Bürger werden sonst immer nur mehr. Kannst du mal da... Ich hab hier eine Kulmung, ich bin die bei dir in meinem Feld. Ich hab gar nichts gemacht. Und je mehr Bürger du hast, umso mehr kannst du bauen und sowas. Später kommt dann auch noch Religion dazu. Da kannst du dann auch noch Extras, Bauproduktion erhöhen und so weiter. Laufen automatisch. Er hat mir seine Krieger hier hingeschickt. Sind es mehrere? Ja, danke Armee. Glaube ich nicht, dass die automatisch da sind. Doch, guck doch, das Zahnrad könnte ich jetzt nur Automatisierung stoppen. Tobi hat gesagt, ich soll das einstellen. Ja, aber die gehen nicht automatisch, sammeln sie sich nicht um einen herum. Hä? Es ist doch nur eine Truppe. Ja gut, wenn es nur eine Truppe ist, dann ist das automatisch. Du siehst mehrere Einheiten da, dass sie auf mehrere Felder sind. Nein, das ist ein Feld mit vielen Einheiten. Der zählt Kappes. Politik einführen. Meine Späher brauchen neue Befehle. Republik bei Unabhängigkeit. Damit baust du schon mal ein bisschen schneller. Okay. Wie lange bauen, wollte gerade sagen, wie lange bauen die blöden Bautrupps denn an so ein Pferdeding? Was? Kannst du das Rad schon wählen? Ja. Nimm es. Dass das kriegt, muss er dich erst angreifen. Das würde er sich nicht trauen. Gut, er sitzt neben dir. Würde ich mich dann auch nicht trauen. Vielleicht mag er dich und will dich beschützen vor dem bösen Tobi. Davon mal abgesehen, ich weiß gar nicht, wo deine Stadt ist, Akasche. Da muss er auch rumhängen. Ja, ich hab sie noch nicht entdeckt.
dir einen Handel vorgeschlagen. Mir? Ein Tipp, Simon. Glücklich seid ihr, da eure Mauern schon wachsen. Hm? Oder bist du wieder größer geworden? Aha. Bin ich für 25 Runden Marmor geben? Ich gebe dir Pferde dafür. Hallo, muss doch sehen, was ich dir dafür gebe. Hab ich gesehen. Ist ja nicht umsonst. Ich hab ja selber noch gar keinen Marmor. Na klar hast du Marmor, sonst könnte ich es nicht annehmen. Es ist noch keins abgebaut. Es ist die erste Runde erst fertig geworden hier. Ist egal, damit hast du Marmor. Das schwächt aber unsere Beziehung, Kollege. Aber ihr habt das Sinken entdeckt. Wieso, hier steht doch nicht, was ich handeln soll? Na, du nicht. Ja, zumindest habe ich dir nichts geschickt. Und oben rechts, unter dem Chat, ganz rechts, steht Diplomatie. Wenn man da drauf drückt, kann man dem anderen Spieler Angebote schicken, den Krieg erklären und so weiter. Ja, Cyber hat mich ja schon hier eingebaut, ne, mit seiner Armee. Er kommt bestimmt gleich aufs Maul. Ich halt mein eigenes Marmor. Der einzige Nachteil beim Automatisieren ist, ich habe keine Ahnung, wo meine Truppen da rumlaufen. Ah, da. Du wolltest schießen. Wer will schießen? Saibo. Nicht schießen. Wenn du auf deine Stadt guckst, steht da eine kleine Zahl. Das sind die Runden, die es noch braucht, bis dein Wunder fertig ist. Wenn ich auf meine Stadt gucke, steht wo eine Zahl? Direkt neben dem Stadtnamen. Ganz klein. Da, nee, da steht Segel 2. Nee, jetzt hast du dein Wunder fertig.
Bibliothek ist fertig. Ah. Jetzt müsste da rechts und über der Map müsste irgendwas stehen. Ja, ganz viel. Ihr habt die Schrift entdeckt. Also nee, in dem blauen Kästchen. Bibliothek. Wo sonst nächste Runde oder so steht. Oder warten auf Spieler. Ach, freie Technologie. Genau, da klickst du drauf. Ja. Jetzt hast du diesen Technologiebaum. Ja. Oder kannst du dir was aussuchen. Du nimmst das mit der meisten Rundenzahl. Der meisten Rundenzahl? Richtig, da steht eine Zahl neben. Jetzt nur als blödes Beispiel Bogenschießen. 2 Runden und so 5. Ja, was hier Drama und Dichtung 10 Runden. Richtig, nimm das. Okay. Und schon hast du ein neues Zeitalter. Bist schon weit voraus. Produktion hier. Ich würde auf Siedler, doch Siedler gehen, damit du eine zweite Stadt bauen kannst. Okay. Wer kommt hier jetzt mit seinen Speeren nahe? Hä? Ich nicht. Du stehst genau vor meiner Stadt. Es ist auch automatisch. Was mache ich denn, wenn ich Dings? Ich habe keinen Platz mehr, um irgendwas zu bauen. Von den Bautrupp her? Ja. Ja, dann musst du, stellst den Bautrupp in deine Stadt und lässt ihn einfach warten. Da steht dann links irgendwo ein Zeichen mit weil der Bereich sich irgendwann automatisch vergrößert. Oder du musst halt eine zweite Stadt bauen. Als Siedler bauen und eine zweite Stadt gründen. Wirst du so oder so bald müssen. Weil irgendwann hast du drumherum halt alles gebaut, dann geht's dir nicht. Und da links noch die Pferde hast, dann müsstest du eigentlich noch bauen können. Was ist denn Straße nach Modus? Bringt dir noch nichts. Wenn du die zweite Stadt errichtet hast, gehst du auf die erste Stadt, machst du Straße nach Modus und fliegst auf die zweite Stadt, dann baut eine Verbindung zwischen denen. Wie kann man denn sein also, Zeitalter erhöhen? Das geht automatisch durch die Verbindung. Ich kann hier aber jetzt nur, Straße bauen oder Straße nach Modus? Ja, weil der Rest nicht gebaut ist, muss ich das Feld nehmen. Irgendwann hast du um deine Stadt alles gebaut, weißt du, hast alle Minen errichtet, alle Felder gebaut, da gibt es nichts mehr, muss die Stadt größer bauen. Okay. Was mache ich dann? Du stellst dann die Bauarbeiter in den Wartemodus. Und das geht dann hier bestimmt, ne? So. Das heißt, du kriegst die an und links hast du, ganz links hast du dann wo die Leistung. Viel gemacht und doch gar nichts erreicht. Wir sind am Ende der ersten Folge angelangt. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.